So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Bros. Wonders. Letztes Mal sind wir ziemlich hops genommen worden von Stachelkugeln. Dieses Level hier war nicht nett zu uns. Das Let's Play ist relativ blind. Also, ich kenne jetzt schon fast nichts mehr eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Also, so langsam ist es wirklich richtig blind. Und jetzt können wir offenbar hier weitergehen. Außerdem haben wir die Blubberblume kennengelernt, oder wie auch immer ich die nennen soll. Und jetzt geht's in Welt 2. Cool. Ab dafür. Da ist dann Bowsy. Und jetzt gibt's so türkise Samen. Okay. Diese tolle Aussicht gehört ganz allein mir. Ui. Okay, mit Winter verbunden. Winter und Wolken. Wölkchengebirge. Hm. Na gut. Wir sind im Wölkchengebirge angekommen. Am Gipfel soll es einen Königssamen geben. Das wird keine einfache Reise für mich. Mir wird doch so schnell kalt. Nicht vergessen, dass du dich hier orientieren kannst, wenn du L drückst. Jetzt aber los. Was heißt die derzeit orientieren? Ist doch einfach das hier, ne? Ja. So krass ist die Welt jetzt auch nicht, dass man da... wieso blinkt... Ach so, ich wollte gerade sagen, wieso blinkt das eine Level? Aber das ist das Level, was ausgewählt ist. Na schön. Also, wir haben bisher wirklich alles... wie man sieht... abgeschlossen. Okay, was ist das? Warum ist da so eine Fragezeichenwelt, so als ob ich die schon noch hätte haben könnte? Muss ich das verstehen? Ich weiß es nicht. Hütte am Fuß des Wölkchengebirges. Okay, was haben wir hier? Einfach wieder irgendein Abzeichen wahrscheinlich, ne? Hier ist es so kalt. Hallo Prinz Florian. Willkommen im Wölkchengebirge, wo mutige Wanderer sich bis in den Schwindlerring der Höhen wagen. Am Gipfel ist es besonders schön, der perfekte Ort, um laut ins Tal zu rufen. Das gibt ein tolles Echo. Leider treibt sich im Moment dieser Unruhestifter herum, also soll ich meinen Gipfel besser meiden. Wir sind verzweifelt, bitte befreit uns vom Berg. Ich gebe euch diesen Wundersaal. Ach, ich krieg einfach wieder einen. Ja, okay. Also es ist wieder einfach nur eine Laberhütte und dann geht's weiter. Okay. Und da sieht man dann halt, welche Farben die haben, die man hier sammeln muss. Okay. Das sind die sinnvollsten Level überhaupt. So, hier ist dann Spieler online. Machen wir nicht. Dann können wir uns ja erstmal wieder so ein bisschen auf der Welt an sich umgucken. Ob es irgendwelche Secrets gibt. Schwierigkeit 4. Oha. Das machen wir doch gleich. Rätsel der Verstecke. Okay, das machen wir auch gleich. Und da können wir natürlich erst weiter, wenn wir genug Pflanzen haben. Samen. Okay, ich will den 4-Sterne-Dings machen. Ich will den 4-Sterne-Dings machen. Der löst jetzt automatisch meinen Wandsprung, also meinen Klimmsprung wieder aus. Okay. Abzeichentest. So, let's go. Der letzte Abzeichentest war ja nicht so spannend. Aber 4 Sterne? Okay. Oha, okay, das sieht jetzt schon interessanter aus, tatsächlich. Da stimme ich absolut zu. Das sieht in der Tat sehr interessant aus. Oh mein Gott. Okay, so. Jetzt, nein, oh mein Gott. Du hast aber auch so eine ganz kleine Fläche nur zum Bewegen. So, jetzt schaffen wir es hier rüber. Ja, sehr schön. Vielen Dank, ich bin dabei. Ja, jetzt läuft das hier, oder auch nicht. Ja doch, jetzt läuft das hier. Da ist die nächste.
Nein, ich will nicht runterfallen. Okay. Hat ja fast schon was von Only Up. Hilfe. Nein, 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 nein. Okay. Durchatmen und konzentrieren. Alles klar, machen wir. Alter. Alter. Das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich verrückt hier. Also ich verstehe, 4 Sterne sind 4 Sterne. Alles klar. Jetzt aber. Oder ich muss da drüben rein. Wie komme ich da? Nein, 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 nein. Okay. Alles easy. Alles easy. Alles... Nein. Oh mein Gott. Oh Gott, Hilfe. Hilfe. So, pass auf, jetzt machen wir das ganz anders. Nein! Das war nicht, wie ich das machen wollte. Bruder! Oh mein Gott! So, jetzt pass auf. Nein, ich bin so dumm. Ich dachte, ich mache einen Wandsprung, aber ich mache als erstes den Sprung nach oben. Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Nein, nicht so, so geht's nicht, so geht's nicht. Oh mein Gott. Nein, ach nö. Oh mein Gott. Ist das fies. So, wir wollen hier oben drauf bleiben. Nein, jetzt bin ich wieder zwei. Das ist doch nicht wahr. Na, ah. Ja, nein, ach Mann. So, pass auf. Wir müssen auf die Seite... So, jetzt haben wir's. So, jetzt... Vorhin war ja nur der Fehler, dass ich gedacht habe, ich mache einen Wandsprung. Und ich mache aber keinen Wandsprung. Sondern ich mache jetzt so einen Sprung nach oben erst. Okay, das war in der Tat eine Challenge. Holy moly. Das war eine Challenge. Eieiei. Shish. Shish. Sag ich dann nur. Shish. Okay. So. Moment, nee, ich will meine Mütze haben. Ich will meine Mütze haben. Entschuldigung. Ja, was ist denn los jetzt hier? Rätsel der Verstecke. Eieiei. Suchtrupp. Finde alle versteckten Wundermark. Wenn du sie nicht allein findest, suche zusammen mit Freunden. Ja, hallo, ich schaff das schon. Hä? Okay, ich sind hier überall... LOL. Hier sind einfach versteckte Blöcke und die führen zu Wundermarken. Was ist das denn? Außer frech. Okay, kann ich da rein? Ja. Ja, wo bin ich jetzt? Ach, da hinten. Lull. Ah, ja, okay. Da haben wir auch einfach eine Wundermarke. Hä, hey, war da oben nicht auch gerade noch eine? Bin ich blind? Hä? Hier sind noch mehr Blöcke. Wait. Jetzt nicht mehr.
Okay. Aber war ich hier drüben nicht auch? Ja, guck mal hier, wie komme ich denn daran? Mit der Mütze wahrscheinlich, aber... Wenn man jetzt nicht die Mütze genommen hätte, dann könnte man die nicht holen, oder was? Na, ach. Hä? Wie soll ich denn da rankommen? Alter! Ja, aber wenn ich jetzt die Mütze nicht... Hier muss doch irgendwas sein, was mir dahin geholfen hätte, oder nicht? Hier ist nichts, was mir da... LOL! Okay, 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 okay. Ich wollte schon sagen, das kann doch nicht sein, dass man die Mütze nehmen muss. Ja, okay, alles klar. Kann ich da runter, oder ist das... Nein, kann ich nicht. Okay. Wait, kann ich doch? LOL. Okay. Gut, Nummer 4. Es hat das gewirkt, als ob man nicht runter konnte und dann eben doch. Also das war ja sehr interessant. Okay, ich muss die Röhren austesten, ne? Nee. Nee. Aber jetzt sind wir wieder oben. Ist hier doch noch ein Block? Nee, ne? Habe ich alle Röhren ausprobiert? Ja. 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 Nein. Ja. Aber hier geht's ja dann nur wieder nach oben. Ach! Ja, hä, wohin schiebe ich die jetzt? Ich habe hier keine andere Röhre, auf die ich die schieben kann. Vielleicht da, wo es dunkel ist? Kann ich da runter? Nee, auch nicht. Hä? Aber wenn ich die schieben kann, muss es doch irgendeinen Ort geben. An dem die richtige... Hä? Und also die einzige Stelle, die so komisch wirkt, ist halt hier, die wo es dunkel ist. Aber da komme ich auch nicht rein. Hier vielleicht? Hä? Oder muss ich dann erst eine Stampfattacke machen? Nee. Ich bin verwirrt. Kann ich noch eine Röhre verschieben? Nee, die nicht. Die auch nicht. Aber hier unten war doch nichts anderes. Ach, warte, nein. Ich glaube, mit der Röhre komme ich an versteckte Blöcke ran. Oder? Alter. Nintendo, what the hell? Was ist das denn für ein Rätsel? Okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Okay. Aber das zeigt, es gibt schon eine Schwierigkeitskurve. Und wenn man das Spiel plötzlich nicht mehr kennt, wenn es plötzlich blind ist, ne? Wird schon interessanter. Was ist mit dir los? Grrr. Ist das frustrierend? Ja, okay, du willst da hoch. Ja, erzähl mir jetzt nicht, ich brauche dafür Blumen. Ich weiß das. Okay, gut. Sehr interessant. Tausendschlängler im tiefen Schnee oder Rutschparty im Platztertal. Ja, ich denke, wir schaffen beides in dem Part noch. Dann ist es eh egal.
Drei Sterne Level, let's go. Oh, jetzt wird es hier tatsächlich rutschig. Rutschphysics immer so eine Sache für sich. Ah, ich kann das gar nicht schieben. Das kann nur der. Warum kann ich das nicht? Okay. Nee, ich kann damit gar nichts machen. Oh, guck mal, da ist was zum Ziehen oder so. What the heck? Oh, oh, lol. Hä? Ach so. Okay, das war ja sehr interessant. Nein! Du! Das ist nicht euer Ernst? Das geht? Wie komme ich jetzt an die Münze ran? Ist die jetzt unwiederbringlich weg oder kommt die wieder? Ist die jetzt weg? Lol, das ist die man hat eine Möglichkeit dafür. Ja, okay, dann. Dann von vorn. Krass. Ja, wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Erst den Block zerstören. Oh mein Gott. Bruder! Ach so, ich bin da vorne mit dem Klimmsprung hoch, ne? Da wäre ein Block. Ja, okay. Ja, okay, da wäre ein Block gewesen. Dann ist das so. Und ich bin halt ein bisschen doof. So, okay, aber jetzt unbedingt den Block hier unten als erstes zerstören. Und dann kommen wir hier nämlich schön entspannt an die Münze ran. Halt. Oh, da unten ist... Scheiße. Oh, das ist nicht gut. Ich muss hier einen Koopa gegenschmeißen. Ich muss hier irgendwas gegenschmeißen. Kriege ich nochmal einen Koopa? Jetzt habe ich den gekillt, ne? Oh, das ist nicht gut. Kann ich das mit einer Blase auslösen? Scheiße. Oh, nee. Oh, ich brauche einen Koopa. Okay. Bruder. Oh, shit. Nein, oh mein Gott. Okay, so. Gehen wir erstmal hier rein. Vielleicht kommt dann der Koopa wieder oben. Oh, erstmal eine neue Feuerblume. Scheiße. Okay, ich krieg die einfach so. Sehr gut. Wait, hä? Sollen wir das einfach nur zeigen, dass da eine Münze ist? Oder habe ich schon wieder was verpasst? Okay, nee, die können nichts mehr. Dann habe ich auch nichts verpasst. Okay, jetzt gucken wir mal, ob der Koopa wieder da ist. Weil theoretisch müsste es doch jetzt Gegner resetten, oder? Nein, es resettet keine Gegner. Och nö. Aber dann kann ich jetzt hier runter. Das haben wir dann jetzt gesehen. Weil da ist jetzt die Münze.
Okay, alles klar. Ja gut, aber Moment mal, wenn das jetzt die zweite Münze ist, kann da bei dem Koopa nichts Wichtiges gewesen sein. Okay. Dann sind wir noch im Rennen. Hui. Let's go. So sehe ich das auch. Oh, Bruder. Ich dachte, ich kann darüber, aber kann ich gar nicht. Oh, shit, ich muss da... Wait, wie? What? Wie? Fliegen oder was? Ah ja, Mütze, Mütze, Mütze. Mütze! Mütze! Okay. Das war sicher nicht ganz so gedacht, aber es hat funktioniert. Ich will also nichts hören. Hui! Okay, warte. Nein, ich will da, nein, ich will, oh mein Gott. Ich wollte da hoch. Ah, ich komme auch so da hoch. Moment. Ha. Okay. Wait, ich kann doch bestimmt... Nein, ich habe keine Feuerblumen mehr. Ah, nee, Quatsch, ich kann den auch so kaputt machen. Ach, gucke mal. Sehr gut. Was passiert jetzt? Oh, Wand... Nee, was? Jetzt dreht sich dieses ganze Ding hier. Okay. Okay, das ist wieder so ein Level, wo man das Ziel kaputt machen kann. Um an die Pflanze zu kommen, oder was? Nein, da oben ist ein Block. Oh, den hätte ich bestimmt auslösen müssen. Scheiße. Oh, den hätte ich bestimmt auslösen müssen. Mist. Kommt der nochmal? Da ist der Samen. Okay, wir haben den Samen. Aber wir haben die dritte Münze verpasst, richtig? Nein, wir haben die dritte Münze. Wir haben alles. Wir haben alles. Ja, easy. Aber das war jetzt ein Secret Exit. Das heißt, es gibt noch einen Samen für den normalen. Okay, das war das Secret Exit. Das heißt, es gibt noch einen Namen für den normalen... Noch einen Namen. Noch einen Samen für den normalen Exit. Okay. Mhm. Ja, dann machen wir jetzt nochmal den normalen Exit. Das müsste ja schnell gehen. Das dürfte jetzt ja nicht das Problem sein. Aber dann kriegen wir jetzt auch nicht raus... Okay, doch, wir können jetzt erfahren, was bei dem Koopa gewesen ist. Bei dir nämlich. Was für ein Geheimnis hast du mir verborgen? Wow. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Dann können wir jetzt nämlich... Scheiße. Okay. Oh, Bruder. Dann können wir jetzt nämlich nicht rausfinden, was in dem lila Block gewesen wäre. Aber dann wäre der vielleicht auch nicht wichtig gewesen. Weil wir müssen jetzt ja ohne das Ziel auszulösen, ohne den Samen auszulösen, ins Ziel kommen. Ohne das Ziel zu zerstören, das wollte ich sagen. Ach, so wäre ich hier rübergekommen mit dem Eisblock. Ja, okay. Wir haben es anders geschafft, ist auch in Ordnung. Ah, es ist erstaunlich, wie schnell Level gehen, wenn man sie schon kennt, ne? Okay, let's go. Nein! Ich muss nochmal ins Level... Ich habe nicht die goldene Fahne.
So was Doofes. Aber wie soll man denn hier an die goldene Fahne dann überhaupt rankommen? Kann mir das mal jemand erklären? Nein, nein. Weil, also, von dem Block aus vielleicht. Ich dachte halt von dem, ich dachte von der Plattform aus, aber das war es ja irgendwie nicht. Das hat nämlich leider nicht hingehauen. Ich habe nur einen Versuch, das ist mies. Okay, ja, von dem Block aus. Uiuiuiui. Es wird wirklich anspruchsvoll in Welt 2. Unglaublich. So. Okay, let's go. Jetzt haben wir alles. Was haben wir jetzt hier? Eine Verschnaufpause haben wir freigeschaltet. Ja, gut. Die brauche ich jetzt tatsächlich. Pass auf, jetzt ist die Verschnaufpause plötzlich auch irgendein schweres Level oder so. Hä? Okay, es war wirklich nur den Gegner killen. Wonderful! Es hat halt nicht mal zum Verschnaufen gereicht. Es hat halt nicht mal zum Verschnaufen gereicht. Es war halt einfach nix. Ja gut. Was haben wir jetzt hier? 1000 Schlängler im tiefen Schnee. Ein Stern. Da ist der 1000 Schlängler. Okay, der folgt einfach nur seiner Route. Und ich kann ihn sogar killen. Okay, interessant. Und, okay, ich kann die auch so machen. Aha. Okay, ich verstehe. Also der Schnee kann mir im Prinzip gar nichts. Ja, es schneit. Ah, sehr gut. Okay. Nein, 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 stopp. Ich mache hier alles weg. Oh, Stern. Wofür ist der Stern jetzt gedacht? Oh, da ist die erste Münze. Nice. Halt, stopp, da oben ist... Nein, was bist du denn? Was bist du denn für ein komisches Viech gewesen? Aber da oben ist Zeug. Ach, scheiße. Da kam doch bestimmt irgendwie hin. Ha! Ja. Okay, war aber jetzt kein großes Secret. Schade. Du gehst weg. Okay, da macht ihr hier auf. Sehr gut. Nummer 2. Cool. Nicht so cool. Aber da kann ich wieder hoch. Ja. Die bringt aber nichts. Oh, das war dumm. Okay. Oh, shit, ich hätte ihn hier... Oh, nein. Oh, nein. Ich hätte ihn hier durch... Nein, ich hab den... Ich hätte den nicht... Kann ich mit dem Elefant hier aufmachen?
Scheiße. War das nicht gut? Oh, das ist nicht gut. Ich hab's wieder verbaut. Oh, das ist nicht gut. Ach nö. Okay, aber zumindest den verbaue ich mir nicht. Aber das da drüben, was immer da drüben war, ich hab's mir verbaut. Oha. Oha, es regnet einfach Dinger. Aber komme ich jetzt hier nochmal irgendwie... Ne, ich komme da nicht mehr durch. Ach, scheiße. Da müssen wir nochmal ins Level rein, wahrscheinlich. Außer ich habe wirklich Glück. Und da ist die... Die letzte Münze ist hier! Ich brauche das da drüben nicht, was immer es ist. Krass. Da ist der Stern. Ja. Wahrscheinlich ist es ein Stern. Sehr cool. Okay. Ja, dann haben wir ja alles. Ja, easy. Let's go ins Ziel. Gut. Wunderbar. Dann haben wir ja alles gefunden. Yes. Sehr schön. So, dann haben wir bis hierhin alles geschafft, ne? Das heißt, nächstes Mal gibt es dann dieses Level hier. Dann kontrollieren wir mal kurz. Nee. Ja. Ob wir alles schon abgehakt haben? Haben wir. Wunderbar. Dann danke fürs Zuschauen und nächstes Mal geht's hier weiter. Tschüss.